wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich freue mich einfach nur total. Oh mein Gott! Okay, Leute, wisst ihr was? Ich weiß, ich habe gerade noch Klamotten an, aber ich muss jetzt eine Runde schwimmen gehen. Ach, wir sind ja hier wirklich in Toka Boca. Und was ist das? Fluppel Friends. Okay, wir sind hier eigentlich... Wir sind ja hier noch nicht falsch, ne? René und Claudia? Es sieht auf jeden Fall hier schon mal sehr cool aus. Ja, freut mich richtig schön hier. Ja, finde ich auch. Also mega cool hier, aber wir müssen uns irgendwie immer noch Gedanken machen, wo wir jetzt unterkommen, ne? Weil ganz ehrlich, Leute, also hier ist zwar schön und gut, aber wir brauchen irgendwie schon was Eigenes, wo wir zu dritt reinziehen können. Ja, aber das wird uns doch gesagt, bestimmt am Empfang, oder nicht? Das wird uns doch bestimmt am Empfang gesagt. Ja, okay, weißt du was? Wir gehen einfach mal zum Empfang und fragen nach. Aber ich muss sagen, ich traue mich nicht so, mit der Empfangsdame oder mit dem Empfangsherren zu sprechen. Machst du das, Katja? Klar. Also, ja, ich weiß nicht, wie es ist, mit dem Ansprechen, andere fremde Menschen ansprechen. Das kann ich nicht so gut. Okay, alles klar. Ist verständlich, ich gehe da einfach nur mal dann alleine hin. Oder René, möchtest du mit? Ja, klar, ich komme mit. Ja, ich bleib hinter euch. So, Hallöchen! Hallo! Wir sind hier total neu und so. Könnt ihr einfach nur uns bitte ein bisschen helfen, was wir hier machen sollen? Guten Tag! Okay, Sie sind neu hier. Was soll ich Ihnen jetzt sagen? Also, Sie wollen sicherlich eine neue Wohnung, oder? Genau. Also, ich bin Katja. Und das ist hier mein Kollege hier, der René. Ja, und da ist noch ein Claudio tatsächlich. Ja, das ist der René auf jeden Fall. Und da ist irgendwie noch irgendwo ein Claudio. Der wollte aber auf jeden Fall nicht hier mit. Aber auf jeden Fall, wir sind hier die drei wir sind hier aus Roblox tatsächlich hingezogen, so in Toka Boca. Deswegen sind wir einfach nur komplett neu. Und haben Sie eigentlich eine Wohnung für uns? Lassen Sie mich kurz in meinen Papieren schauen. Denn ohne die Papiere hier geht's hier drunter und drüber. Also. Naja. Nun gut, also, Sie brauchen ja sicherlich Platz, oder? Klar, okay, auf jeden Fall. Okay, da habe ich genau das Richtige für Sie. Denn, wie der Zufall es so will, ist gerade bei uns die riesen XXL Luxusvilla frei geworden. Also, so habe ich sie jetzt genannt. Oh mein Gott! Die Luxusvilla? Also, das klingt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich meine, wir sind halt zu dritt. Wir brauchen halt auch echt viele Zimmer. Also, da müssen wir echt dran denken. Und Riesen und Luxus und Villa klingt doch alles ganz gut, oder? Ja, ich meine, ich wollte gerade auch schon wirklich sagen, Luxusvilla, oh mein Gott. Und das ist alles, ist es alles kostenlos? Also erstmal ist das kostenlos. Wenn Sie dann eine Weile drin wohnen und dann vielleicht auch Jobs haben in Toka Boca City, dann könnte man mal drüber reden, ob Sie dafür was bezahlen müssen. Okay, das klingt eigentlich schon mal gut. Okay, das sagen wir natürlich nicht nein. Also das Angebot, ich sag das jetzt einfach mal, das würden wir natürlich sehr gerne annehmen und wir werden auch gute Mieter sein, ganz versprochen. Okay, na das höre ich doch gerne. Dann werde ich jetzt die Papiere fertig machen und dann können Sie auch schon gleich unterschreiben und die Schlüssel mitnehmen. Und dann können Sie schnurstracks auch da einziehen. Oh, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Freue mich einfach nur mega total. Cool. Oh, ich freue mich auch. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Hat das Haus auch einen Pool? Lassen Sie mich kurz nachschauen. Ja, tatsächlich. Das Haus hat wirklich einen Pool. Also, zumindest sehe ich das hier in den Unterlagen. Ich kenne das Haus ehrlicherweise noch gar nicht in echt. Aber ein Pool hat das angeblich. Ja, also das sollte ein Pool haben. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Katja, warum brüllt ihr denn so laut? Was gibt's denn? Ja, weil es gute Neuigkeiten gibt. Wir haben unser Traumhaus gefunden. Oder zumindest glauben wir, dass das unser Traumhaus ist. Wir haben jetzt zwar noch keine Bilder gesehen, aber nach der Beschreibung klingt das wirklich nach dem besten Haus aller Zeiten. Ja, und was ist das für ein Haus? Also, das ist ein Riesenhaus mit ganz vielen Zimmern und angeblich auch mit einem Pool, also auch einem Bereich draußen. Das heißt, im Sommer haben wir dann immer die Möglichkeit, draußen zu chillen. Also, besser geht's doch gar nicht, oder? Was? Ein Pool? Das klingt ja unfassbar. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ein Pool, ein riesiges Haus. Also, dass wir so leicht eine Luxusvilla bekommen, hätte ich nicht gedacht. Ja, angeblich ist das gerade frei geworden. Also, wir hatten offensichtlich wirklich mega Glück damit, weil da offensichtlich ja das gerade frei geworden ist. Ja, ganz ehrlich, dann René, der fragt doch mal nach der Adresse, weil ich traue mich irgendwie die Person zu sprechen. Aber frag mal bitte nach und dann fahren wir direkt los. Okay, ja. Entschuldigen Sie, eine Frage noch. Was ist denn jetzt schon wieder? Sie haben uns noch gar nicht die Adresse genannt. Also, wir müssen ja irgendwie wissen, wo wir hinkommen, oder? Moment mal. Da muss ich jetzt aber einmal ganz kurz nachschauen, wo die steht. NPC steht hier,
Ah, an der Boca-Route Nummer 15. Wisst ihr was? Ihr müsst einfach nur ins Auto steigen und im Navigerät an der Boca-Route 15 angeben. Dann kommt er schon. Oh, okay, alles klar. Also, vielen Dank. Das ist so richtig cool und das gehört jetzt uns wirklich hier, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Also, da können Sie sich erstmal einleben und bis Sie da aussehen wollen, gehört das Ihnen. So, jetzt lass uns losgehen, Freunde. Ich bin schon gespannt auf das Haus. So, let's go. Oh mein Gott, ist das wirklich das Haus? Ja, ich glaube, das muss es sein. Aber weißt du was? Wir müssen ja nochmal auf die Nummer einfach achten. 15. Ja, und die Straße ist auch richtig. Ja, ganz ehrlich, also das ist genau das Haus. Und Leute, das sieht schon krass aus. Also, wir haben hier auf jeden Fall das ganze Grundstück genau für uns alleine. Aber Leute, wie kommen wir denn jetzt rein? Wer hat denn von euch den Schlüssel? Den hat Katja. Also ja, hab ich. Okay, und so. Tada! Tada, okay, let's nicht go hier rein da! Oh. Wow. Oh Leute, das ist aber mega schön eingerichtet. Und das ist eingerichtet, wie cool ist das denn? Und das haben wir alles für uns alleine. Wow. So eine riesen Küche. Oh mein Gott. Und guck doch mal, es sind ja auch 3 Stühle genau für uns alle. Oh, setz dich hin, Leute. Das passt perfekt. Was hast du für eine schöne Küche? Ich freue mich schon aufs Kochen. Oh mein, das wird so gut. Das wird so richtig gut. Und Leute, und das ist, glaube ich, es ist erst nur der Anfang. Das ist nur der erste Raum. Leute, ihr habt noch gesehen von außen, wie groß das Haus ist. Da müssen noch ganz viele weitere Räume kommen. Und wenn die genauso schön eingerichtet sind, boah, dann wird das beste Haus aller Zeiten. Auf jeden Fall. Und die 3 besten Freunde wohnen auch hier. Lass uns mal weiterschauen. Was gibt's hier denn noch? Ja, let's go. Boah, ich freue mich wirklich so sehr. Ach, cool. So. Okay, also auch hier ist das schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was? Okay. Hier setze ich mich einfach hin. Leute, ist das Sofa, René. Leute, hier könnt mich. Ja, okay, du kannst auch aufs Sofa kommen. Leute, hier setze ich mich einfach hin und ihr könnt alles weitere angucken. Ich bleib einfach hier, weil. Hier einfach nur Fernsehen gucken. Boah, ja, das wird schön. Ja, der Stuhl ist so bequem. Und wir haben sogar einen eigenen Fernseher. Wie cool ist das denn? Ja, wir haben eigenen Fernseher. Aber Leute, ich sehe auf jeden Fall noch irgendwas dahinter. Leute, ja, okay, Leute, ich komme auch mit. Guck doch mal. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Wartet auf mich. Es ist eine Zocker-Area. Okay, Leute, ich sage euch jetzt schon, wir werden nur noch hier rumhängen. Und wir werden uns wahrscheinlich immer drüber streiten, wer gerade den Controller haben darf. Wie cool ist das denn? Leute, guckt doch mal. Ich packe einfach nur jetzt schon mal. Und dann können wir auch mal einfach nur mal zocken in Ruhe. Okay, Was? Wie cool ist das denn? Oh nein, René, warum hast du jetzt einen Controller genommen? Ich will den Controller! Komm, gib mir jetzt mal den Controller. Nein, Leute, jetzt bin ich dran, Ihr könnt gerne... Nein, du hast genug gespielt. Jetzt lass mich mal spielen. Nee. Katja, findest du das auch gemein von ihm? Ja, Mann, irgendwie schon, unerhört, ey. Aber nur du, weißt du, eigentlich total egal, ehrlich gesagt. Ich gucke einfach nur mal weiter. Ich gucke einfach nur weiter, was es noch hier so gibt. Ich kann ja einfach nur in Ruhe spielen. Ich höre jetzt auch auf, ich komme jetzt auch wieder mit. Ich will ja auch noch das Haus sehen. Okay, alles klar. Ist das etwa das Badezimmer? Oh, das ist das, ey, das ist auch mega schön. Badezimmer, auch richtig schön und richtig hübsch. Aber guck doch mal, Leute. Oh, es ist hier, leer. Ja, da können wir noch irgendwas machen, was wir halt haben wollen. Vielleicht noch ein Schlafzimmer wäre halt nicht schlecht. Stimmt. Wir brauchen wahrscheinlich mehrere Schlafzimmer. Also die Schlafzimmer sind wahrscheinlich oben, aber vielleicht brauchen wir ja noch ein weiteres, weil wir sind halt 3 Leute und 3 Schlafzimmer ist wahrscheinlich schon relativ viel. Ja, und ja, also Leute, ich würde mal sagen, wir können einfach nur mal nach oben gehen und einfach nur mal gucken, was es noch so für Schlafzimmer gibt. Ganz genau. Leute, ihr habt eine Sache vergessen. Uns wurde ein Pool versprochen und hier unten war der noch nicht. Das bedeutet, der muss oben sein. Was? Der ist oben? Ach, stimmt, cool ist stimmt. Denn? Der Pool ist ja oben. Oh mein Gott, let's go. Einfach nur so jetzt cool. In den Pool. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier. Oh, wie cool ist das denn? 2. Etage. Okay, aber das sieht genauso schön aus. Hier ist alles doch. Noch, aber also wir müssen hier noch, Leute, wir müssen auf jeden Fall noch mal zu Ikea fahren. Wir müssen auf jeden Fall noch Möbel einholen. Auf jeden Fall, aber Leute, oh, Claudia, du gehst ja schon mal hin. Oh mein Gott, es ist ein Pool. Oh mein Gott! Okay, Leute, wisst ihr was? Ich weiß, ich habe gerade noch Klamotten an, aber ich muss jetzt eine Runde schwimmen gehen. Ich muss jetzt einfach mal reinspringen. Okay, ehrlich gesagt, tue ich es euch jetzt auch. Und... Tschau, yay! Ganz ehrlich, ich bleib hier. Ihr habt beide Spaß, ich bleib hier, weil ich möchte doch nicht das werden. Das ist, ich hab ne Armbandtour an. Okay. Aber weißt du was? Du weißt nicht, was du verpasst. Und vor allem dieser Pool ist ja ein Infinity Pool. Da ist ja, man sieht ja gar kein Ende. Es ist richtig cool, ja, aber Leute. Spaß, euch beiden. Aber wollt ihr nicht rauskommen? Wir gucken uns mal die an. Ja, okay, hast recht. Wir müssen uns noch den Rest angucken. Alles klar. Aber jetzt macht ihr den ganzen Boden nass. Was soll das? Ja, kannst du nachher sauber machen. Ist nicht schlimm. Das macht ihr beide nachher sauber. Das war eure Schuld. Oh, wirklich noch ein Raum. Wie groß ist denn dieser Raum? Vielleicht können wir uns den Raum ja teilen, René. Ja, wir könnten hier vielleicht ein Schlafzimmer für uns beide machen oder ein Wohnzimmer. Ja, oder müssen wir mal überlegen. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Sachen, die wir hier noch machen können. Ja, so, und was noch hier so? Was gibt's hier noch? Und oh, Leute.
Wer ist das? Ist das eine Einbrecherin? Einbrecher! Einbrecher, was machen Sie denn hier? Hallo, Entschuldigung, was machen Sie denn eigentlich hier? Das ist unser Haus. Was machen Sie hier? Das ist wohl eher die Frage. Das ist unser Haus. Einfach in unserem Haus drin sein, das geht ja gar nicht ohne Hör. Entschuldigung, aber ich bin die Vermieterin von diesem Haus. Und sind Sie die Familie Müller? Nein. Familie Müller? Nein. Wie soll das sein? Ja, also bei mir steht auf jeden Fall, dass hier Familie Müller einziehen soll. Und zwar schon morgen. Also eigentlich nicht heute. Und nee, Familie Müller sind wir nicht. Wir haben alle drei unterschiedliche Nachnamen. Wir sind keine Familie, wir sind beste Freunde. Beste Freunde? Ich habe was anderes hier. Ja, wir sind eine WG. Was für WG in der Luxusvilla? Das kann nicht wahr sein. Rede du mit dir, sie schreibt mich an, ich trau mich nicht. Das kann nicht wahr sein. Moment mal. Also, irgendwie kann das nicht sein, weil der Mann bei der Vermietung, der hat uns gesagt, dass das jetzt uns gehört. Also, dass wir hier wohnen können. Das kann gar nicht sein. Und wissen Sie was? Also, wir rufen die Polizei, wenn Sie hier noch länger in unserem Haus sind. Ganz genau, René. Super gesagt. Entschuldigung. Junger Mann, also, wer hat eigentlich dir gesagt, dass ihr hier einfach nur einzieht? Ja, also, bei der Vermittlung. Das ist, wenn man bei Toca Boca City reinfährt, dann direkt auf der linken Seite an der Straße. Da sind wir einfach reingegangen und ich weiß gar nicht, Leute, wie hieß der Mitarbeiter nochmal? Ich habe keine Ahnung. Der Typ mit der Brille auf jeden Fall, der da links an seinem Computer sitzt. Der Herr Brille. Ihr seid neu, alles klar. Ich habe schon verstanden. Der Herr Brille, der hatte wieder irgendwas Komisches gemacht, aber alles gut. Ihr heißt ja hier Katja, René und Claudio, Ganz genau. Genau. Woher wissen Sie das? Ja, aber ich habe euch gerade hier auf meiner Liste stehen. Also, es ist so, also ich habe... Also, hab wohnen wir hier da? Juhu! Nein, ihr wohnt nicht hier, Leute. Ihr wohnt in einer anderen Wohnung. Noch ein bisschen weiterfahren müsst ihr auf jeden Fall schon. Das ist genau in der Stadt. Kein Haus? Hat das einen Pool? Nein, das hat keinen Pool. Aber ihr wurdet eigentlich dahin eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, warum der Herr Brille das schon wieder irgendwie so einen Blödsinn gemacht hat. Aber auf jeden Fall seid ihr hier nicht richtig. Nicht in der Luxusvilla. Auf jeden Fall nicht. Ja, gut, dann geben Sie uns die Adresse durch, dann fahren wir halt dorthin. Vielleicht ist die Wohnung auch schön. Aber das ist doch voll blöd, weil wir wollten eigentlich jetzt hier einziehen und wir haben uns schon alles ausgemalt, wie schön das hier sein wird. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, noch hier zu bleiben? Ja, bitte. Tun Sie doch etwas. Leider ehrlich gesagt nicht, Leute. Also eigentlich. Ich meine, wir zahlen doch auch für das Luxushaus. Wir haben Geld. Nein, also die Familie Müller ist da schon auf dem Weg, tatsächlich hier hinzufahren in Toca Boca. Das können wir auch nicht machen. Deswegen, Leute, also bitte raus aus diesem Haus und bitte einfach nur in die Wohnung in der anderen Stadt fahren. Also das ist aber voll blöd. Ich war schon im Pool und ich will nicht fahren. Ja, ich wollte auch eigentlich einen Pool haben, aber ich würde mal sagen, dann gehen wir einfach nochmal, Leute. Ja, also die Adresse hat sie ja eigentlich schon hier gesagt. Also so. Egal. Leute, ist das jetzt etwa unsere Wohnung, wo wir weiterhin jetzt wohnen werden? Mann, ey, das sieht aber auch nicht so cool aus hier. Das ist ja alles viel kleiner und das viel weniger Tageslicht und ein Pool gibt's hier auch nicht und ein eigenes Zimmer hat hier auch garantiert keiner. Leute, meine Frage ist einfach nur, warum kommt man hier rein und man ist einfach nur sofort im Badezimmer? Ist total komisch. Es gibt ja nicht mal einen schönen Flur. Nein, und lass uns einfach nur hier weitergehen. Hier schlafen wir beide anscheinend. Okay, hier hat jemand wirklich nicht aufgeräumt. Warum auch immer. Ja, hier wurde nicht mal richtig gewischt und alles. Was ist das denn? Also es gibt aber auf jeden Fall jetzt schon mal hier drei Stühle tatsächlich, wo wir uns hinsetzen können. Und okay, das ist mein Bett. Das wird mein Bett sein. Ja, da kriegst du das Bett alleine. Das ist schon okay so. Ja, irgendwie... Haben wir überhaupt einen Fernseher? Leute, der empfängt irgendwie nichts, oder? Der empfängt keine Sender, was ist das denn? Der empfängt gar nichts, aber... Aber immerhin haben wir einen kleinen Balkon. Ich meine, hier haben wir zwar keine Sonne, weil über uns noch eine Etage und eine Treppe ist, aber natürlich besser als gar nichts. Aber ganz ehrlich, lass uns doch glücklich sein. Hauptsache, wir sind zu dritt zusammen und alles ist gut. Wir sind ja die besten Freunde. Wir machen uns hier gemütlich. Wir richten die Wohnung so schön ein, dass es einfach wie ein Haus aussieht. Ja, also auf jeden Fall schon, aber ich guck noch mal trotzdem noch so was hier noch alles so gibt und auch schöne Bilder und okay und
Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja richtig gespenstisch aus. Ist es ein Ouija-Board? Wo sind wir? In welchem Haus sind wir hier? Pack das bitte ganz schnell weg. Also das sieht echt irgendwie komisch aus. Pack das wieder dort, wo es war, oder ab in den Müll, los geht's. Ja. Oh nein. Und ich will gar nicht hier hinter den anderen Bildern gucken, was da noch so lauert. Ganz ehrlich, hier können wir nicht wohnen. Freunde, wisst ihr was? Ich suche mir heute ein Hotel.